Servus Leute, im heutigen Video soll es um die Änderung am Killerspawn gehen auf Interchange und da will ich euch einfach mal meine Meinung zu geben, was es für Auswirkungen hat auf Interchange und was es für Auswirkungen auf Killerfarmer hat. Außerdem, was gut ist, was schlecht ist und die ganzen Spawns von Killer, wo er spawnen kann, will ich euch zeigen und wo ich ihn auch mal selber gefunden habe. Und damit das Video nicht zu kurz wird, habe ich am Ende auch noch einen ganzen Raid für euch, wo es ordentlich zur Sache geht. Also viel Spaß. Als erstes würde ich mal gerne auf die Spawns eingehen und zwar zur Orientierung. Ich stehe jetzt hier auf der rechten Seite, wenn man von vorne drauf schaut, auf die Mall. Vor dem Olli, da ist der Haupteingang in der Mitte und hier ist der Eingang zum Olli. Und wir gehen als erstes hier unten in die Tiefgarage. Und so wie ich das verstanden habe, durch Data Mining haben sie herausgefunden, dass die Killer-Spawns erweitert wurden. Und zwar, er kann jetzt überall da spawnen, wo auch normale Scavs spawnen können. Und zwar als allererstes hier unten in der Parking Garage unterm Olli. Und bei Killer ist es so, der spawnt und dann bleibt er normalerweise sitzen an seinem Spawn und bewegt sich nicht, außer er wird von einem Spieler getriggert. Dann kann er letzten Endes überall hinrennen. Aber hier unten, ihr kennt es vielleicht, können überall Scav sein und das heißt, ihr kann jetzt überall auch Killer sein. Wo genau die Spawns hier sind, das weiß leider keiner so genau. Es müssen viele sein. Also er kann hier hinten spawnen. Er kann ziemlich sicher auch hier drüben noch irgendwo spawnen und er ist hier brandgefährlich unten in der Tiefgarage, besonders weil es hier oft dunkel ist. Jetzt gerade sind die Wetterverhältnisse echt gut, aber hier unten kann es auch noch viel dunkler sein und da müsst ihr echt aufpassen. Wenn Killer euch hier unten anschreit, geht in Deckung und ja, normalerweise chargt euch dann auch schon direkt. Dann auch gleich zum nächsten Spawn und zwar, er kann jetzt überall, wo Scavs spawnen können, im Olli spawnen und das ist letzten Endes überall hier hinten zwischen den Regalen, hier vorne an den Kassen. Hier vorne auf dem Platz, nehme ich mal an. Ich habe einen Clip gesehen, dass er hier an, wo war das Licht? Hier an diesem Licht spawnen kann. Und letzten Endes überall hier hinten drin kann man ihn jetzt erwarten. Dann kann er wie gewohnt weiterhin in der Mitte spawnen. Und dann laufen wir mal kurz hin. Also, Killer kann wie gewohnt hier immer noch vorm Keeper Store spawnen. Sowie wahrscheinlich auch ein bisschen erweitert, weil er hat jetzt den Center-Spawn bekommen von allen Scavs. Das heißt, er kann ja mehr erweitert spawnen hier unten, als er es davor getan hat. Davor war er hauptsächlich im Brutal oder hier vom Keeper. Also er kann hier im Brutal spawnen. Ich gehe jetzt davon aus, dass er hier überall spawnen kann. Unten im Mantis, hinten in den Stores. Hier im National heißt er, glaube ich. Und das ist der Viking. Und sowie da hinten im Generic, im Adic. Und des Weiteren kann er jetzt auch hier oben spawnen und hier oben muss man aufpassen, das sind normale Scavs schon sehr gefährlich, weil die immer gerne durch diese ja, Fahnen durchschießen, die ignorieren die einfach und wenn Killer das tut, dann wird es natürlich nochmal viel, viel gefährlicher. Also es ist zu erwarten, dass er überall hier oben spawnen kann, dass er auch gerne mal hier oben sitzt und runterschießt, darauf müsst ihr euch einstellen und ein weiterer Spawn ist dann hinten im Goshan, überall im Goshan, wo Scavs spawnen können, da laufen wir jetzt auch mal kurz hin. Ich bin mir nicht sicher, ob der Goshan-Spawn auch für hier zählt, aber man sollte einfach mal aufpassen. Und im Goshan können auch weit verbreitete Scavs spawnen. Die können überall im Prinzip zwischen den Regalen hier links und rechts stehen. Die können hier hinten sein. Bin mir nicht sicher, ob das hier hinten auch noch Goshan-Spawns sind. Aber es ist möglich. Also man muss einfach überall aufpassen, dass jetzt hier Killer sitzen kann. Und dann gibt es auch noch die zwei Spawns im IDEA. Nämlich im IDEA selber und unten im IDEA Parkhaus und die schauen wir uns auch noch schnell an. So, am IDEA, überall wo Scavs am IDEA spawnen können, hier an den Kassen. Wahrscheinlich hinten im Laden auch überall. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob da Scavs spawnen und ob sie da hinlaufen. Auf jeden Fall, hier ist immer so der Bereich, wo Scavs spawnen. Hier ist ein Bereich, wo Scavs spawnen. Ganz gefährlich, wenn Killer da sitzt und man diese Treppe hier hochkommt. Dann macht er einen ziemlich sicher weg. Er kann hier sitzen, denke ich. Und allgemein, hier können überall Scavs sein. Wahrscheinlich können sie auch hinten im Laden spawnen und da reinlaufen. Es ist zu erwarten, dass Killer da auch auftauchen kann. Und dann geht es weiter, unterm IDEA in der Parking-Garage können Scavs spawnen, das heißt auch Killer, die können überall hier spawnen, hier hinten, des Weiteren
müssten diese Spawns hier auch dazu zählen. Also hier sind gerne Scavs drin. Hier in diesen Räumen, in den Ecken. Hier auch unter der Rolltreppe. Hier in dem Raum. Hier können Scavs direkt vor der Tür spawnen. Hier. Sowie des Weiteren. Ich denke, dieser Spawn hier, hier können Scavs spawnen. Der zählt auch noch dazu. Weiter hinter geht es dann, glaube ich, nicht mehr. Vielleicht hier in dem Raum noch, aber ich bin mir nicht sicher. Weiß keiner genau. Wird sich jetzt über die nächsten Wochen rausstellen. Und dann will ich euch noch gerne zeigen, hier in dem Clip, wo ich ihn gestern erwischt habe, den lieben Killer, da saß er genau hier, an dieser Stelle. Bewegungslos ist hier gespawnt, war hier gesessen, so. Und da zeige ich euch jetzt einfach mal den Clip. Killer. Hab ihn. Da ist er. Die Änderungen der Spawns von Killer haben natürlich drastische Auswirkungen auf das Gameplay auf Interchange. Und zwar nehmen als erstes mal diese Killer, die Low-Gear-Killer-Farmer, wirklich viel ab. Und am Anfang gestern war es viel Gerenne an allen Stellen, wo Killer spawnen kann. Aber das hat sich dann, glaube ich, recht schnell rumgesprochen, dass Killer jetzt halt überall verteilt spawnt. Und ich denke, da werden viele Killer-Farmer jetzt einfach auch aufgeben. Und ich hatte dann sehr viele Runden, wo wirklich gegierte Leute überall rumgelaufen sind, recht offensiv Killer gesucht haben. Und auch normales PvP wirklich entstanden ist. Davor war es ja so auf Interchange, dass wirklich fast nur Killer-Farmer unterwegs waren oder Leute, die auf die Grafikkarten gerannt sind. Die gibt es jetzt natürlich immer noch, auf die hat es keine Auswirkungen. Aber zumindest die Killer-Farmer, die bloß in die Mitte rennen, die sind jetzt weg und man hat wirklich weiter gefächert PvP. Und es hat wirklich Spaß gemacht, überraschenderweise. Also auch ich war erstmal skeptisch, aber es hat sich wirklich gut ausgewirkt letzten Endes. Und ich hatte dann auch wirklich spaßige Raids mit viel Loot, viel PvP, während ich Killer gesucht habe. Da habe ich euch einfach mal einen rausgesucht hier zum Abrunden, wo es wirklich zur Sache ging. Ich war am Killer suchen, ich wollte ein bisschen looten, aber letzten Endes war es dann einfach bloß PvP und da muss man einfach mal von seinem Plan ein bisschen abweichen. Und den Raid will ich euch nicht vorenthalten. Ich bin übrigens nahezu täglich live auf Twitch, twitch.tv/outsider. Würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Auch ein Follow da lasst. Und hier auf YouTube würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Kommentiert das Video, macht die Glocke an, einen Daumen nach oben, was man halt so tut. Und ja, jetzt viel Spaß mit dem Raid. Wow. Wirklich ein Hatchling? Okay. Wieso liegt hier kein Ledex? Das war garantiert ein Killer-Farmer. Aber 100 pro. Der hat vor Schreck geschossen, ja. Wenn Killer da irgendwo oben sein kann, ne?
Was meinst du, Technoherz? Das liegt an Tarkov Prime. Wenn du hier Sub wärst, dann würdest du auch spielen können. Ich wollte doch bloß den Typen da looten. Auf einmal tauchen die drei Leute auf. Was soll denn der Shit? Könnte sein, dass ich ihn hab. Jo, hab ihn. Oh. Juice Boy. Ja, der hat sich direkt einen Headshot gefangen. Ja, geh mal Richtung Exit. Ich hab das Gefühl, den habe ich auch geheadshottet. Jo, da liegt er. Ich glaube, da ist noch einer. Ich bin mir nicht sicher, ob der Typ da hinten, noch lebt. Einerseits will ich ja Killer farmen, andererseits ist das schon guter Loot, den ich hier habe. Deswegen. Aber wir schauen. Das ist Hallo Rex. Ist das Wetter gut? Wechselnd. Saved.
Korn und Zucker. Achso, mache ich dich die Slick anziehen, ja. Hab jetzt gerade gar nicht dran gedacht. Natürlich! Wo schmeißt man die hin? No! Alter! Eieieiei. Das war der Typ. Holy moly. Was, Lucky? Schwarzer Kopf. Easy peasy. Sieb's aus, wie geht's? Nicht, was da Lucky war. Ich glaube, wir gehen mal. Oder, was sagt ihr? 35 Kilo nur. Muss, bei mir muss auch. Alter. Halt, wohin muss ich? Ah, Gott sei Dank, Railway, okay. Ja, Elite-Stärke ist mega OP, ne? Ich hab 35 Kilo. Also Mule brauche ich eigentlich nicht mehr. Das war doppelsaved, ne? Ich wurde in dem Raid wurde ich zweimal gesaved, Leute. Zweimal. Gimmick, servus. So viel zum Thema Realismus. Ey, das ist eine realistische Militärsimulation hier. Was kriegen wir's noch? Jawohl. Schon gelohnt. Hier wird man wenigstens gegrüßt, immer. Finde ich sehr wichtig. Das war's für Ammo, das werden wir dann noch rausfinden. Gewisse andere Streamer nicht so, deswegen bist du hier, ne? Man muss sich ja absetzen. Jetzt wäre ich fast rot. Car Battery. This Audience. Ich gehe mal keine Antwort. Oh. Oh ja. Geht, ey. Ugh.
Für das Ding, ja, scheiß drauf. Lars Buch, danke für die 200. Oh. Oh ja. Mm-mm-mm. Ich kann's noch. Ich meine, solange wir Interchange spielen und Geld rausholen, gute Sache. Naja, Leute, dann macht doch mal alle Hallo YouTube im Chat, wer sich verewigen will. Ich schau mal, wie viele wir haben, aber das war doch... Auf Inter verdient man immer. Naja, Fabsi, weiß ich nicht. Ich zumindest nicht. 9500? What the fuck? 2, 4, 6, 7. Joa, ne? Joa. Den. Keine Ahnung. Oh. Oh ja. Oh ja. Das war eine gute Runde, würde ich sagen, oder? Der AIM-Adi ist immer noch sauer. Wir schauen jetzt mal, wer mich, mit was er mich getroffen hat. 8561. 8561. Zweimal 8561. Das war zweimal eher bei... Ich hab zwei... Der ist mega sauer. Holy shit. Mach mal noch einmal Ausrufezeichen Saved, ja. Killer wieder nicht erwischt, war eine Scheißrunde. Ja, ich glaube auch. So, danke schön.